Ja, meine Lieben, nochmal zum tragischen Fall des kleinen Leons. Dass seine Mordung hätte verhindert werden können, das ist ja nichts Neues. Wir wissen ja inzwischen, dass Leons Mörder von einer Sozialpädagogin als aggressiv und unbeschulbar eingestuft wurde, deswegen von der Schule geflogen ist, auf einer anderen Schule war und wieder zurückgeholt worden ist. Wenn das nicht passiert wäre, würde die auch noch leben. Das ist nichts Neues. Neues aber dieses Dokument, was mir gerade zugespielt wurde. An die Eltern der Klasse, Klassen 5 bis 10. Liebe Eltern, das sind die Eltern, das ist die Schule in Lünen, ne? Liebe Eltern, leider mussten wir feststellen, dass in der letzten Zeit vermehrt Waffen mit in die Schule gebracht Leider mussten wir feststellen, dass in der letzten Zeit Schüler vermehrt Waffen mit in die Schule gebracht haben. Es ist verboten, Waffen jeglicher Art mit in die Schule zu bringen. Dass man das Eltern überhaupt sagen muss. Zu diesen Waffen gehören Taschenmesser, Schreckschuss- und Reitstoffwaffen, Pfeffersprays und Laserpointer. Ebenso ist das Mitbringen von Feuerwerkskörpern untersagt. Wird gegen dieses Verhalten verstoßen, zieht dies automatisch eine Ordnungsmaßnahme nach sich. Zudem werden auch strafrechtliche Konsequenzen folgen, falls der mitgebrachte Gegenstand oder das Waffengesetz fällt. Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule bringen. Dann geht es noch um Handykram, das ist langweilig. Mit freundlichen Grüßen, Schulleiter, kann ich nicht lesen, so ein Gekrickel. Ist das so bekannt gewesen? Ist bekannt gewesen, was da für ein Klientel rumläuft? Und die sind keineswegs von der Schule geflogen. Die wurden ermahnt, mal den Eltern geschrieben und das war's. Anstatt diese Kinder unverzüglich von der Schule zu schmeißen.